Klappe 1, Film läuft, Kameramann bin ich. Mach meine beiden Augen auf, dann ist die Kamera an. Der Film Roger läuft seit 1974. Jeder Tag Premiere, Wiederholungen gibt's nicht. 7 Tage in der Woche ständig kommen neue Folgen. Und ich damit ich selbst, weil für viele noch Folgen werden. Ob mein Leben bald abgesetzt wird wegen zu geringer Einschaltquoten. Oder da die Produktionskosten in die roten Zahlen gehen. Das werden wir schon sehen. Doch solange meine Kameras noch drehen, da geht nicht verloren. Zwischen meinen Ohren sitzt der Film direkt in meinem Kopf. Aufnahme nonstop, bis mein Herz nicht mehr klopft. Und ich frag mich zu oft, hab ich über 20 Jahre Filmmaterial verschwendet für den Streifen, den noch ihn niemand sendet. Ich bin Schauspieler, der das Drehbuch nicht kennt und hoffe jeden Tag auf ein Happy End. Denn das ist der Film Schauspieler, der das Drehbuch nicht kennt und hoffe jeden Tag auf ein Happy End. Klappe 2, der Roger rappt die zweite Strophe von einem Solo-Lied ins Mikrofon. Alle verstanden, weiter geht's. Ha! Und klappt sie nicht beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten, dann wäre das wirklich beschissen. Denn auch vom Panzer bleiben in meinem Film, es gibt keinen Schnitt. Und von der Filmkritik bekomme ich dann einen Arschtritt. Ey Roger, du bist schon verdammt schlechter Schauspieler. Ist mir doch scheißegal, weil Oscar nie mein Ziel war. Ich spiel mal Loser, mal Gewinner. Mal spiel ich den normal und dann den Spinner. Doch ich selbst bleib ich immer. Ich bin der Schauspieler, der das Drehbuch nicht kennt. Und hoffe jeden Tag auf ein Happy End. Denn das ist der. Ich bin Schauspieler, der das Drehbuch nicht kennt. Ich die Hauptbesetzung. Und hoffe jeden Tag auf ein Happy End. Ohne Hoffnung auf Oscar. Ich bin Schauspieler, der das Drehbuch nicht kennt. Ich die Hauptbesetzung. Filmbesetzung. Ohne Hoffnung auf Oscar. Klappe 3. Ich mach, was ich will. Kostet es, was es wolle. Denn ich bin meine eigene freiwillige Selbstkontrolle. Ich lebe Freestyle. Alle Dialoge werden improvisiert. Und keine Szene von meinem Leben wurde vorher einstudiert. Ob sie gut wird, ist bei mir keine Schnitt, sondern reine Glückssache. Und deshalb hat's auch keinen Sinn, wenn ich mich verrückt mache. Denn wenn ich meine Rolle zu ernst nehme, dann kann ich nicht mehr lachen. Und aus meinem Film wird dann langsam Drama. Pups, an die Nebenrollen, an meine Freundin und Freunde, die mich unterstützen. An alle, die ich kenne, ihr seid mehr Statisten. An meine Home vom Topf, die seit einiger Zeit bei meiner Filmmusik mitmischen. Ich rap ein Stück für meinen Soundtrack, zu dem bald alle hüpfen. Mein Drehort ist die ganze Weltkugel. Und alle Stunts mach ich selbst, denn für mich gibt's kein Double oder Zweitbesetzung. Ich drehe jetzt und hier an einen Film, dessen Sinn und Zweck ich selbst nicht kapier. Und ich frag mich manchmal, wie viel Zeit hat man in einem Film ohne Drehbuch von Anfang bis zum